Hallöchen zusammen, da sind wir wieder an Bord der Rickenbacker in System Shock 2 und auf dem Weg in die zweite Triebwerksgondel. Warum? Naja, Shodan hat's so gesagt. Weil wir vorher die wir haben dich gewarnt. Schwerkraft umgedreht jetzt haben. Jetzt werden die Kinder der Freude dich niedermachen. Ist ja alles auf dem Kopf. Ich dachte, dass Polito mein Avatar sein würde. Aber Polito war schwach. Ich fand dich und wählte dich aus und ließ dich dann durch einen Roboterdiener betäuben. Kybernetischer Schönheit. Au. Das hat wehgetan. Nächstes Mal vorsichtiger sein. Zum Glück hatte ich ja noch einen Quicksave. Roboter scheint jetzt hier aber nicht rumzuschleichen. Ups, ich hab die Entropie wieder vergessen. Aktiviere Offensivmaßnahmen. Diesmal war ich schneller. So. Einmal ordentlich aufgeräumt. Eieiei. Die Station Citadel ist wieder aus der Flasche entkommen und ich bin dafür verantwortlich. Es ist furchtbar, dass ich Pandora spielen muss. Und ich bin nicht tapfer genug, um zu warten, bis ich all den Tod und Schmerz sehe, den ich verursacht habe. Dies ist mein letzter Funkspruch, Mary. Sei vorsichtig. Ich glaube, Shodan hat etwas vor. Habe ich's mir doch gedacht. Arme Polito. Mark, was ist da los? Ich fand es schon komisch, dass du mich gebeten hast, 16 weibliche Besatzungsmitglieder hochzuschicken. Aber was hast du mit ihnen gemacht? Ich habe hier nicht genug Personal. Hast du außerdem etwas von Ward Sanger oder Polito gehört? Es ist, als ob alle in Urlaub gefahren wären, ohne mir etwas davon zu sagen. Tja, ich glaube, die armen Teufel. Zu Midwives konvertiert. Was ist das? Ah, hab nur keinen Platz dafür. Ja, bleib ich bei meiner Energierüstung. Anti-Entropie aktiviert. Vorbei? Gut. Kreucht doch schon wieder irgendwas Sympathisches rum. Hallo, Schweinchen. Welche? Ist aber gut. Ich hoffe, das waren jetzt mal alle. Hört sich nicht unbedingt so an.
bisschen. Rauskomm, raus, wenn du bist. Diegos Kabinett, dann ist das hier wohl. Oder war. Captain William Bedford Diego. Diego ist mittlerweile auch Geschichte. Er hat uns ja noch angefunkt auf dem letzten Deck. So, also, irgendwie hier rüber balancieren. Komm schon. Hey, ich wollte doch vielleicht einen zweiten Punkt der Inwendigkeit investieren sollen. Nicht schlecht, Insekt. Ich habe dir einige Cybermodule geschickt. Wähle das Upgrade mit Bedacht. Ja, bei 109 zur Verfügung stehenden Upgrade-Modulen sieht man nicht mehr ganz so sparsam sein. Bleib wo du bist, elender Wurm. Die Anneliden haben mich zum letzten Mal herausgefordert. Wir können die von Braun nicht abtrennen. Schau zu. Die Masse ist zu massiver Größe angewachsen. Sie hat sich um die beiden Schiffe herumgewickelt, sodass sie nicht getrennt werden können. Na toll. Ihre Erschaffung war mein Fehler. Fehler. Ihre Vernichtung wird mir ein Vergnügen sein. Sieh dir die Masse an. Sie hat das Fleisch der Biomasse zu ihrem Wachstum benutzt. Da schaust du vor meinen Kreaturen, Insekt. Jetzt aber ist es an der Zeit, diesen Fehler auszusetzen. Hinten auf der Brücke gibt es eine Rettungskapsel. Fliege damit in das Innere des Wurms. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich soll mich in die Masse schießen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich werde dich nicht noch einmal bitten. Gehe in die Masse. Schneide ihr Herz heraus. Und zur Belohnung darfst du deine Existenz fortsetzen. Wenn du versagst, werde ich dein ekliges, ineffizientes Dasein beenden. Viel zu viele Waffen, viel zu viele Waffen. Die kommen ja nicht runter, ich hoffe, hier unten ist nichts anderes. Let's go.
Weißt du, das war jetzt tierisch ineffizient. Aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. PKG. Gespielte Munition dabei. So. Erstmal kurz die Wunden versorgen. Gut. Zwei ziemlich massive Probleme weniger. Atome ausgeschaltet. Energie erschöpft. Ach, hoffen wir denn wieder. Also, war ja klar. Können wir den ganzen Rest auch gleich wieder starten. Ups. Zwei Psi-Spritzen oben drauf. So. Okay. Was haben wir noch an Munition? Schrotflinte ist komplett leer. Das Gewehr haben wir jetzt noch ein bisschen was. So, ein letztes Upgrade. Zweimal oder drei Inventarplätze. Ach, was soll's. Zwei Module. Dieses komische Gedöns noch dazu reinpacken. Gitti, gitti, git. Aber immerhin gab es Strotmunition. Anti-Entropie deaktiviert. Anti-Entropie sollte die Gläser natürlich auch irgendwann auffüllen. Ja, und das Teil kann ich noch nicht erforschen. Aber hier waren ja auch Upgrade-Einheiten. Nee. Kann ich das ja noch nachholen. Was ist das? Was das nur beinhaltet? Aber praktischerweise kann ich jetzt diese Hochhaufen quasi auch futtern, so eklig das sein mag. Du bist ein bemerkenswertes Exemplar deiner elenden Gattung. Ich schicke dir einige Cybermodule. Okay, die werde ich dann auch direkt dazu investieren, diese merkwürdige Waffe erforschen zu können. Anti-Entropie deaktiviert. Ich habe ein kleines Gläschen. Was? Ach ja, habe ja die Waffe aufgesammelt. Tech-Station. Forschung. Tschuck, tschuck. Um den Selen. Ich glaube mal nicht, dass es hier auf der Brücke irgendwo ein Chemielager gibt. Jetzt nicht mal eine Karte.
hat wohl mittlerweile tatsächlich das ganze Schiff eingesaut. Pui, pui, pui. Geht's zur Rettungskapsel. Der wir uns ja dann die Masse schießen sollen. Yeah. Okay. Aber ich muss jetzt auch noch diese seltsame Wurmwaffe hier erforschen. Das heißt, machen wir jetzt mal auf den Weg, die benötigten Chemikalien zu besorgen. Das werde ich euch aber nicht antun. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder, uns voller Vorfreude in die Masse abzufeuern. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.